Wow, sag mir jetzt nicht, wir hätten das gar nicht alles wegräumen müssen. Na, guck mal, der ganze Müll hier draußen ist auch weg. Wieso geht das nicht weg? Ja, Ausrufezeichen Clip und dann der Benutzername dahinter, der belohnt werden soll. Je mehr verschiedene Produktmarken in den Regalen, desto mehr werden die Kunden kaufen und die Preise ändern sich jeden Tag um Mitternacht. Grüne Pfeile zeigen einen günstigen Preis an. Rot bedeutet, dass der Preis ungünstiger ist. Wow. Du machst trotzdem einen Gewinn, aber bei günstigen Preisen ist der Gewinn einfach größer. Du kannst die Preiskurve verfolgen, indem du dir den Preisverlauf für jedes Ersatzteil ansiehst. Ersatzteil? Du kannst bei jedem Unternehmen nur einen Lieferwagen zur gleichen Zeit bestellen. Was? Mehrere Unternehmen? Das Spiel spoilert. Grün. Ja, nehmen wir mit. Ich glaube, die anderen kann ich noch nicht mitnehmen, weil da habe ich keine Regale, ne? Okay. Wow. Gut. Was sollen wir jetzt machen? Warte auf die Ankunft des Lieferwagens. Der Lieferwagen kann die Produkte nicht ausliefern, wenn das Tor geschlossen ist. Aber du kannst das Tor gerne schließen, wenn er abfährt. Okay. Wir warten mal auf unsere erste Lieferung. In der Zwischenzeit hebe ich mein 10 Kilo Trinkgefäß und trink was. Entschuldigung. Lieferung, Lagerhaus, ja? Oh, habe ich genug Platz? That'll do. Mein Lager ist aber voll. Okay. Jetzt packen wir hier alles rein. Ja, Snacks.
Snack ist ein bisschen traurig. Was bestellen? Oh. Was, wir kriegen noch eine Lieferung? Meinst du, die müssen wir wirklich löschen? Können wir die überhaupt löschen? Ich glaube, wir können die gar nicht löschen. Ich wüsste nicht wo. Was? Wir brauchen 300.000 Geld? Nee. Wir brauchen 200. Wir haben 297 und wir brauchen 700. So, wir sollen zum Telefon. Mal gucken, was Onkel sagt. Und dann können wir die Tankstelle ja mal wieder öffnen, oder? I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish, but my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free. And nobody will bat an eye. Keep those customers happy. You hear? Oh, Dennis! Was soll das? Das sieht... Nee, das ist bestimmt nicht als Ente gedacht. Dennis, ey. $400 kostet der nächste Parkplatz. Dennis, du bist so ein Horst, ey. Was macht dieser kleine Junge hier draußen übrigens eigentlich? Nee, ich mach die Balken nicht weiß. Muss ich irgendwann noch mal drüber streichen.
Danke, Nico. Wackel noch mehr hin und her hier. Das Coole ist ja, dass das Streichen nichts kostet. I like. Also nicht das Bild von Dennis, sondern das Streichen nichts kostet. Wenn er das Lager... Beschmiert er das Lagerhaus auch? Ich gehe davon aus. Wie sollen wir denn das denn schaffen, das immer alles im Blick zu behalten? Der hier rummalt. King Dennis, ich glaub's auch. So, dann haben wir die Tankstelle erstmal schön. Bis Dennis kommt. Wir haben auch unendlich Farbe auf der Rolle. Susi hat sich mit einer Freundin noch getroffen. Die wollten noch quatschen. Vielleicht haben sie sich verquatscht. Oh, wir müssen bestimmt von innen auch noch streichen, oder? Kurz nicht aufgepasst und direkt rumgekleckert. Man muss halt die ganze Zeit aufpassen beim Streichen.
kann da nicht groß weggucken. So, machen wir hier mal ein bisschen schick. Vielleicht kann man die... Ne, es sind dann die ganzen Wände. Kann ich irgendwie den Balken streichen. Immer dieses Knacken, das ist ein ganz komisches Geräusch. Weiß ist zu hell, weil das Weiß ist freundlich. Eine schön freundliche Farbe. Hier haben wir auch gekleckert und hier kommen wir jetzt nicht ran. Draußen haben wir auch gekleckert. Ist gar nicht gekleckert. Alles umsonst. Richtig gerade kriegt man das auch nicht hin. So, wir wissen, Parkplatz kostet 400 Geld. Oh, müssen wir... Dach auch noch streichen.
Dann machen wir erstmal die Tankstelle wieder auf, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Würde ich sagen. Dann haben wir die Tankstelle erstmal hergerichtet, bis Dennis kommt. Ja, wenn die Farbe nicht wasserfest wäre, wäre ein bisschen blöd. Aber ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel auch Wetterereignisse gibt. Also Regen und so. Können wir das gar nicht streichen? Aber das sieht cool aus, oder?